Sie geht einfach nicht auf. Das ist eine Kiste. Ach, kommt schon. Tja, dann... Doch, irgendwo? Kann ich da durch? Nee. Kann ich hier... Ah, hier kann ich durch. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist aber so eng. Ich habe das schon sau oft übersehen. Ich habe es halt nur immer gut rausgeschnitten. Du gehst keinen Schritt weiter. Hallo. Zur Seite. Nein. Er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Sie bekommen ihre Rache. Was ist denn mit der falsch? Wir haben noch gar nichts gemacht. Eklig. Gut gemacht. Ich muss mir die ganze Zeit verkneifen. Ich bin übrigens der DHL-Mann jetzt. Noch mehr Untote! Verlasse diesen Ort. Ich brauche Hilfe. Ah, wieder normal. Ich verlasse diesen Ort nicht. Ich habe hier was zu erledigen, Gottverdammt. Gibt's eine Truhe. Eine. Und die ist halt einfach hier hinter dieser Tür. Also. Ja, genau. Hinter der Tür. Wo wir gerade hingehen. Wo wir ja weiter nicht drankommen. Na toll. Ich will diese Truhe. Ich weiß, in den Truhen ist nichts Besonderes drin, aber... Ich möchte sie haben. Ach komm, da passt du doch wohl durch. Du wirst für ihren Tod bezahlen. Warum? Ich hab nichts gemacht, Alte! Gottverdammt! Ich brauch Hilfe! Gute Arbeit, BD. Ich schaffe es, diese Schwester der Nacht uns zu folgen. Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment. Hast du überhaupt 10? Der hängt die ganze Zeit an deinem Rücken. Der muss doch nicht. Sag mal. Fliegende Kreatur. Ein Greif. Erfahren wir es nicht. Das ist eine übergroße. Was sind Nidex? Das wurde, glaube ich, auch in der Clone Wars Serie, glaube ich, gesagt, das Wort. Das kommt mir bekannt vor. Das ist eine Abkürzung. Betten? Ja, die Kiste sehe ich. Die Kiste kenne ich. Hey, BD. Sieh's dir mal an. Was ist es, BD? Macht und Kontrolle. Eine neue Lichtwerthülle. Ich möchte gern einmal kurz meditieren. Einfach nur, um
Die Stimpaks wieder zurück zu erlangen. Das fände ich ganz toll. Jetzt haben wir richtig sinnlos Leben verloren, aber egal. Sache die Stimpaks wieder. Da bin ich schon mal ganz zufrieden mit. So. Da vorne sind Brüder in der Nacht irgendwo. Das ist dieses Grab, oder was? Da haben wir noch einen ordentlichen Weg dahin anscheinend. Brüder der Nachtrunen. Datumrianische Glyphen. Brüder der Nacht malen mittels Hydratesäure Glyphen. Die Säure verätzt allerdings nicht nur die Oberfläche, sondern hinterlässt selbst auf härtestem Gestein permanente Spuren. Jedes Symbol muss überaus vorsichtig gezeichnet werden, um präzise zu sein und den Zeichner selbst nicht zu verletzen. Meisterkalligrafen sind selten und ob ihrer Talente extrem geachtet. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Heute gesehen. Ganze Schwärme. Wir sollten in Deckung gehen. Hallöchen! Seht mal dort. Du hast keine wahre Stärke. Kontor, kämpfe mit mir! Ein ordentlicher Treffer. Doch mach's mal, Junge, du bist gerade nicht anvisiert. Bereit zum Sterben, Jedi? Ich muss mich mehr anstrengen, es ist nichts. Der Fremde flieht vor uns. Halt doch mal's Maul, Alter, ich hab dich nicht anvisiert. Halt dich aus dem Kampf raus, du bist nicht dran. Versuch mal, Jedi. Er ist ehrenvoll gestorben. Jetzt bist du... Jetzt darfst du auch reden. Ich hab dich! Arschloch! Wo ist dein Kollege? Werf einen rüber, BD1! So, damit es ein fairer Kampf ist, kennen wir ja so von Dark Souls. Deine Niederlage ist sicher. Ja, komm doch her. Jetzt reicht das mir. Blute, Ungeziefer. Yeah. Wow. Hilfst du mir mal, BD? Ein Eindringling! Brüder, helft mir! Na los, komm! Na los, verschwindet! Hier wurde jemand gejagt. Kommt, Brüder! Schnell, aber nicht beeindruckend. Mach ihn fertig. Du wirst sterben, Jedi. Ha! Okay. Kommen bestimmt gleich welche von den Spinnen wieder. Na, sag ich doch. Brüder, kämpft an meiner Seite. Ja, ist ja okay, Gott verdammt.
Junge. Oh, Junge. Komm schon. Komm schon. Sag mal, da unten ist nichts, gell? Nur mal so. Muss ja gucken, ne? Da unten war tatsächlich nichts. Okay, was genau? Domestizierung von Spinnen. Die Brüder der Nacht versuchen erst seit kurzem die Fluchrückenspinne zu domestizieren. Ohne die magischen Gegengifte der Schwestern der Nacht erweist sich dieses Unterfangen mitunter als tödlich. Wenn allerdings eine Jungspinne gefangen wird und an der Seite eines Bruders der Nacht aufwächst, wird sie dessen lebenslange Gefährtin. Das klingt ziemlich ekelerregend. Ach Gott sei Dank. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ach verdammt, jetzt sind die ja wieder da, gell? Der Eindringling ist stärker als wir. Leg die Waffen nieder. Ergeben wir uns. Aber von wem war denn die Rede? Ja, wohl nicht von uns, oder? Ein neuer Anführer ist gekommen. Ach was. Ach so, hier. Geh zurück, Jedi. Ich will doch nur reden, Mann. Vielleicht suchen wir ja beide irgendwie das Gleiche, weiß doch keiner. Ah, oh, da will ich nicht runter. Ah, ich muss da runter. Ah, das sieht mir zu sehr nach Arena-Kampf aus. So ein letzter Angriff nochmal ist natürlich fies bei den Viechern. Aber die sind halt so. Wer bist du denn? Ah, verstehe. Das Senkel, was keiner sieht, weil wir hier drin sind. Läuft. Ja, da geht's ja, glaube ich, auch nur um die Geste von wegen, Leute, macht keinen Scheiß, sonst... Oh! Hallo. Danke. Es sieht aus wie ein Eulenkopf. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Hier müssen die Nachtbrüder leben. Dadurch? Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Ja, das passt.
Es ist nichts! Sie braucht es nicht mehr! Sag mal, was ist mit der da gerade widerfahren? Das war ja richtig dumm. Also, nein, dumm nicht, aber halt unnütz. Ah, hey, hallo. Hier lang. Ich nehme gerade auf. Wieso? Ach so. Hilfe, BD. Ein Weg am Tor? Ein Weg am Tor? Ah, hier. Ich verstehe. Pack das Lichtschwert weg, du könntest dich verletzen. Komm schon. Ah. Oh. Ich hatte halt gehofft, dass ich die parieren kann. Ich habe eine Benachrichtigung von Twitch. Diese Ranken sind zu gruselig für Grease, aber was soll's. Echt jetzt? Wir bringen ihm so eine mit? Okay. Ja, ganz gut. Da bin ich gelandet, ne? Eine Pruralflucht. Prula-Frucht. War ein wichtiger Bestandteil vieler Tränke der Schwestern der Nacht. In kleinen Dosen diente der Nektar als Gegengift für den Biss einer der vielen Vipern auf Datumir. Der übermäßige Gebrauch löste allerdings Krämpfe, Sehstörungen, Halluzinationen und andere Symptome des Sumpfhahns aus. Wow. Wow. Das ist eine krasse Pflanze, du. Oh, wir können wieder zwei Dinge ausgeben. Sehr schön. Ruckartig, ja, mit dem Gegner Gruppen durch die Luft schleudert. Oh, das finde ich voll nice. Aber Luftangriff. Maximales Leben erhöht sich. Maximales Leben, komm. Sehr schön. Na, ich habe die falsche Taste gedrückt, es tut mir leid. Aber ich glaube, es gibt auch sonst keinen anderen Weg. Ich wollte eigentlich gerade auf die Karte gucken, aber ich glaube, es gibt keinen anderen Weg außer den hier.